Weiß ist die Bestie des Schicksals. Blau ist die Bestie der Rechtschaffenheit. Der blaue Kokonmeister. Wach auf! Du hast wieder im Schlaf geschrien. Geht es dir gut? Von heute an bist du der Kokonmeister von Syrus. Du musst stark sein. Am besten begibst du dich jetzt zum Haus von Großmutter Garay. Mabu wartet wahrscheinlich dort auf dich. Oh, du bist doch endlich noch gekommen, ja? Ich habe etwas, das ich dir gleich geben möchte. Setz dich mal hier hin. Schon bald wirst du den Wald als ein Kokonmeister betreten. Am Waldeingang gibt es 4 Tore durch die göttliche Barriere. Damit du hindurchkommst, musst du den richtigen Schlüssel haben. Einer davon befindet sich hier in Syrus. Es ist der Schlüssel zum Käfertor. Louis, der Posten am Wachturm, hat ihn. Wenn du den Schlüssel von Louis erhalten hast, musst du tief in den Käferwald hineingehen. Dort lebt ein anderer Kokonmeister. Die Leute nennen ihn den blauen Kokonmeister. Er heißt Koris. Und er ist ein sehr tüchtiger Mann. Es ist wichtig, das Kalabaskraut zu finden. Doch zuerst solltest du lernen, auf dich selbst aufzupassen. Du kannst ohne Zweifel viel von ihm lernen, denn auch er ist ein Kokonmeister. Ich habe inzwischen alles zusammen, was du für deine Reise benötigst. Falls du sonst noch etwas brauchst, solltest du einfach in den Laden gehen. Wunden können nur mit Krugwurz geheilt werden. Sorge stets dafür, dass du genug davon hast. Oh, und vergiss nicht, dich zu bewaffnen. Wenn du nicht genügend leere Kokons hast, kannst du von Mabu welche bekommen. Oh ja, fast hätte ich etwas sehr Wichtiges vergessen. Dies hier ist die Fangflöte. Durch den Klang dieser Flöte werden die Diener sowohl gefangen genommen als auch herbeigerufen. Dein Vater Riketz vertraute sie mir an. Doch vielleicht werde ich dir eines Tages alles darüber erzählen. Warte einen Augenblick. Hier. Diesen Ring hier habe ich vom Oberhaupt der Nagi erhalten, als ich geboren wurde. Er bedeutet mir viel. Ich hätte ihn dir schon eher geben sollen, aber es war mir so peinlich. Wenn ich diesen Ring trage, fühle ich eine große Zufriedenheit. Ich hoffe, er wird auch dir helfen. Und pass gut darauf auf, ja? Oh, es ist eigentlich nichts, aber ich werde an dich denken. Ich habe gehört, was Mutter Garay sagte. Aber mir gefällt das alles nicht. Ich meine, gerade du von allen Leuten? Nur weil Riketz dein Papa ist? Du sollst in den Wald gehen und dich von den Monstern fressen lassen. Ist deine Flöte wirklich so mächtig? Es überzeugt einfach nicht. Ach, ich werde gehen und selbst das Kalabas holen. Warte hier einfach auf mich. Keiner kann es, kleiner Kerl. Ich weiß, wie du dich fühlst, Louis. Aber du kannst nicht gehen. Du kannst irgendwann einmal deine Rache nehmen.
Du weißt doch, wie unheimlich der Wald ist, oder? Und wie wenig wir dort ausrichten können. Na gut. Kelma hat recht. Du kannst gehen und es tun. Hier ist der Käferschlüssel. Der Chef hat ihn mir gegeben, damit ich darauf aufpasse. Das Schicksal des Dorfs liegt darin. Damit kannst du das Käfertor passieren. Die Hütte von Meister Chorus liegt tief im Innern des Waldes. Er ist ein mächtiger Kokonmeister und er weiß vielleicht etwas über dieses Kraut. Hey, du Pfeife! Kelma war ganz betrübt, daher hat er mich gebeten, dir den Weg zu zeigen. Du tust mir leid, deshalb werde ich dich dieses eine Mal führen. Vergiss nicht, wie du hinkommst und versuch Schritt zu halten. Okay, dies ist die göttliche Barriere. Benutze den Käferschlüssel, um das Käfertor zu öffnen. Das Käfertor ist das dort, ganz außen rechts. Von dort an liegt alles bei dir selbst.